Und ich beende jetzt auch mal die Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, und zwar hier in Dragon Age 2. Ich bin eure Reiseführerin, Ryuichi Asami 1982. Und ich sag dann mal, bis dann. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Dragon Age 2. Ich wollte schon Dragon Age Origins sagen. Und wer ist denn hier? Du meine Güte, kaum mache ich mir eine Pause und schon ist der gute Anders hier. Hör auf, mich so anzusehen. Ich kann mit all dieser offenen, schlabberigen Zuneigung wirklich nichts anfangen. Oh. Kannst du dich nicht wie ein richtiges Haustier verhalten? Ignoriere mich, bis du irgendwas willst, und setz dich dann auf meinen Kopf. Hä? Ich vermisse es, der Naseweiß. Ja, mach das mal, Week. Ich meine, das ist doch so leicht. Ja, ist ja gut. Ja, eigentlich war ich unterwegs, um was zu erledigen. Jetzt hat sich aber das geboten. Das fand ich schon irgendwie interessant. Das heißt, ich muss erstmal alleine was erledigen und ich gehe mal Richtung das schwarze Emporium. Weil ich möchte das Aussehen von Hawk ein bisschen verändern. Falls das genehm ist. Ich will es ein bisschen anpassen. Thaddeus, halt dich gerade. Ja. Alle an ihre Plätze. Willkommen im schwarzen Emporium. Ja, hi. Unheimlich. So, dann wollen wir mal gucken, was hier ist. Hier ist erstmal Magiersense, okay. Nee, erstmal zurück. Ja, dann holen wir uns mal die Sachen, die hier sind. Das schreit jemand. Ich bin die. Ja, dann nehmen wir alles mit. Gewöhnlichen Dinge lacht. Nehmt, was euch beliebt. Es kostet euch nichts. Das ist alles umsonst, Thaddeus. Hast du gehört? Wisst ihr, nur wenige sind einer Einladung würdig. Die Leute durchsuchen die Kanalisation nach dem Emporium und belästigen den armen Ben. Und ich sage ihm immer wieder, er soll ihnen antworten. Nein, ihr seid nicht würdig. Verhungert in der Kanalisation. Nur leider spricht der Bengel nie. Gut, dann werden wir mal uns mit dem Spiegel hier ein bisschen befassen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Tja, Leute, ich krieg's einfach nicht hin. Gut, dann lassen wir es erstmal sausen. Ich muss halt mal gucken, wo das nochmal war. Bestätigen wir erstmal. Okay, wir waren dann halt mal hier. Ich habe mal rumprobiert. Start das Ding lieber nicht zu intensiv an. Hä? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, doch, tut es, bitte. Seltsamer Typ. Ja, wie gesagt, ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lassen wir erstmal. Ich habe hier versucht, aus einem anderen Teil, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber, ach, egal. Ich habe es versucht, aber ich kriege es einfach nicht hin, den genau so hinzustellen oder hinzukriegen, wie aus einem Video, was ich mal gesehen habe. Also der sah schon richtig gut aus und ich habe versucht, den hinzukriegen, genau so, aber ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Aber okay, dann lassen wir es mal sausen. Ist egal. Alle Arten. Ja, ist ja gute. So, was haben wir? Rezept für... nee, das lassen wir erstmal. Handwerkskunst zusammengetragen aus ganz Ziders. Schön. Preise sind verhandelbar. Ist schön, aber nein, danke. Ist nett gemeint. Nein, danke. Gudi, Gerüchte des eigensinnigen Sohn. Landkarte des besetzten Kirkwalls? Ach, da muss ich ja hin, stimmt ja. Ich muss das ja abgeben, hahaha. So, ja.
und immer noch mit Schmerzen geplagt, aber ich kann das ja auch vertragen. Ich verstehe die ganzen Beschwerden nicht. Ach, da ist er ja endlich. Meine Güte, so hier. Das hier gehört doch euch. So. Ah, willkommen in Souls Geschäft, werter Freund. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Gut, was benötigt ihr? Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Na gut, ich mache es. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht. Und ich werde danach Ausschau halten. Buddy. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Geile Matigo. Ja, und jetzt, habe ich den Stuhl ein bisschen verschoben. Läuterung. Hier wird was von einer Läuterung erzählt. Der Drachenreißzahn. Er ist größer, als ich erwartet hatte. Ah, mein junger Freund. Na, wie verläuft dies? Gut. Aber gucken wir mal, was du anzubieten hast. Trank der Wiederherstellung. Ja, nee, ist nicht wahr, oder? Ach, scheiße. Hoppala, das darf man ja gar nicht sagen. Zurück bei Sohn, werte Freundin. So, ich als Abtrünniger laufe hier herum. Und keine Sau hält mich hier auf. Na wunderbärchen. Ich als Abtrünniger. Ja, ist das normal? Nein. So, da ich ja hier drin jetzt bin und auch sicher, hole ich mir ein paar Leute. Den da. Und ja, ich brauche halt meine Topkämpferin. Und wir gehen mal ins gehängte Mann. Okay, da leckt es schon wieder ein bisschen. Das heißt, ein Programm schaltet sich an und... Ihr seid uns noch etwas schuldig, Isabella. Nun, Lucky, ich sag euch mal was. Da die Information, die ich von euch hatte, nichts wert war, werde ich genau das bezahlen. Meine Jungs und ich werden schon auf unsere Kosten kommen, ihr Miststück. Oh, ihr armes, süßes Ding. Sagt mir, Lucky, ist es das wert, dafür zu sterben? Isabella, die hasse ich. Varric. Also, eine Frage brennt mir auf der Seele. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr gegen diesen Oger gekämpft habt? Auf jeden Fall meine Familie beschützen. Ich wusste, dass ich die anderen um jeden Preis in Sicherheit bringen muss. Viele Leute reden über Edelmut und Selbstlosigkeit, und zwar meistens in denselben Geschichten, in denen auch magische Bohnen vorkommen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass es mit euch nur selten langweilig wird, Hawk. Nicht, dass ich davon ausgehe, die tiefen Wege würden langweilig. Möge der Stein das verhindern. Immerhin hält einen die ständige Todesgefahr wach. Erzählt mir was von Bartrand. Gibt es irgendetwas Bestimmtes, das ich über euren Bruder wissen sollte? Um Bartrand zu verstehen, müsst ihr die Händlergilde der Zwerge verstehen.
Sie besteht aus Zwergen, die ihre eigenen Mütter verkaufen würden, wenn sie dadurch auf einen größeren Anteil am Lyriummarkt hoffen könnten. Wer sich mit ihnen einlässt, muss stets mit einem Messer unter dem Kissen schlafen. Und in meiner Familie ist Bartrand dieser Zwerg. Aha. Okay, reden wir mal über das kleine Dingens, was wir eigentlich hier planen. Was habt ihr für diesen Ausflug in die tiefen Wege geplant? Bartrand organisiert das alles. Bei Andrastes Hintern. Er würde es vermutlich selbst dann tun, wenn wir nicht für alles bezahlen würden. Wir brauchen von der Oberfläche in etwa eine Woche, um den Teig zu erreichen, nach dem wir suchen. Ich hoffe also, ihr habt keine Angst vor der Dunkelheit. Nö. Wir haben Vorräte, Muskeln, Ausgräber. Und geplant ist, dass wir alles nach draußen schleppen, was nicht nied- und nagelfest ist. Hey, gute Idee. Und was? Ich möchte euch etwas näher kennenlernen, nicht so auf der Art, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn wir zusammenarbeiten wollen, sollte ich vielleicht etwas mehr über euch erfahren. Warum nicht? Ihr habt vermutlich ein Recht darauf zu wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Meine Familie stammt aus Orzammar. Wir waren das Adelshaus Tessras, bis mein Vater dabei erwischt wurde, wie er manipuliert hat. Er und unser gesamtes Haus wurden verbannt. Kein großer Verlust, wenn ihr mich fragt. Ich wurde hier oben geboren und ich mag die Sonne. Was macht ihr so? Seid ihr ein Händler oder ein Söldner? Ich bin ein jüngerer Sohn. Das ist ein schwieriger und gefährlicher Beruf. Viele von uns sterben an Langeweile. Aber zum Glück bin ich Bartrands jüngerer Bruder und das hält mich auf Trab. Der Bauer weiß, wie sehr es ihm an Feingefühl mangelt. Also bin ich derjenige, der die entsprechenden Fäden zieht, um uns die Coterie vom Hals zu halten, der uns einen winzigen Vorsprung vor den anderen Familien sichert. Warte schon mal in Orzammar? Wie sind die tiefen Wege so? Ich könnte euch die üblichen Geschichten erzählen. Unmengen an dunkler Brut, gefräßige Bestien, Höhleneinstürze. Ich habe mein ganzes Leben in Kirkwall verbracht. Das ist zwar meistens auch schon gefährlich genug, aber wohl kaum mit den tiefen Wegen zu vergleichen. Das hier wird also ein Abenteuer. Ja, so könnte man es wohl nennen. Großartig. Dann sind wir jetzt Abenteurer. Auch gut. Ich meine, das wollte ich schon immer hier so machen. Ein Abenteuer erleben. Jetzt reden wir mal mit dieser Zimtzicke da. Ihr wisst doch, dass ich eine Wache bin. Warum fragt ihr? Ich meine doch, wenn ihr nicht im Dienst seid. Spaß. Das Wort habt ihr doch hoffentlich schon mal gehört, oder? Ich bin gerade nicht im Dienst. Und wieder macht ihr mir so viel Angst, dass es fast in die Hose geht. Ja, irgendwie schon. Reden wir mit ihr. Na sowas. Und ich dachte schon, alle Männer hier seien versoffene Narren, die nicht wissen, wie man das Großsegel hisst. Wie die, gegen die ihr gerade gekämpft habt? Ihr meint solche wie die, die ihr aus der Taverne geprügelt habt? Ganz genau. Nutzlose Schwachköpfe. Ich bin Isabella. Früher Kapitänin Isabella. Aber ohne mein Schiff klingt dieser Titel ein wenig albern. Ihr stammt aus Ferelden, richtig? Ihr habt diesen gewissen Gesichtsausdruck. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Denerim. Wisst ihr, ihr könntet genau der Richtige sein, um ein kleines Problem für mich zu lösen. Hoppla, was war da denn überhaupt los? Okay, ich muss mal ganz kurz was ausschalten. Ja, da bin ich auch wieder. Das Programm, was ich jetzt hier habe, das muss ich wirklich mal wegschmeißen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich muss da was an der Einstellung tun. Okay, was kann ich für euch tun? Ich helfe euch gern. Jemand aus meiner Vergangenheit belästigt mich. Also habe ich ein Duell arrangiert. Und wenn ich gewinne, lässt er mich in Ruhe. Ich bezweifle allerdings, dass er fair spielen wird. Also brauche ich jemanden, der ein Auge auf mich hat. Okay. Und warum ich? Wie kommt ihr darauf, dass ich der Richtige dafür bin? Ihr habt mich doch mit Lucky reden sehen, oder? Diese Jungs schaffen es nicht einmal, ein paar einfache Informationen zu besorgen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das Gesindel hier irgendetwas richtig macht. Ihr hingegen, ihr seid anders. Okay. Jemand aus eurer Vergangenheit? Wer ist diese Person, mit der ihr euch treffen wollt? Sein Name ist Hader. Wir haben früher in Antiva zusammengearbeitet. Er hat mich nie besonders gemocht. Und jetzt hat er in ganz Kirk wohl nach mir gefragt. Also dachte ich mir, ich bringe es hinter mich und treffe mich persönlich mit ihm.
Oh, gut. Und was sollte Lucky für euch tun? Was für Informationen wolltet ihr von Lucky? Ich habe Lucky und seine Jungs gebeten, etwas ausfindig zu machen, das ich verloren habe. Und sie haben versagt. Aber das ist nichts, worum wir uns Gedanken machen müssten. Diese Sache hier ist weitaus wichtiger. Und was wegen Duell? Warum wollt ihr ein Duell? Ich mag Duelle und ich bin gut darin. Und wenn ich gewinne, ist er tot. Problem gelöst. Na gut. Ich glaube, ich schaffe es, ein Auge auf euch zu haben. Darauf wette ich. Das Treffen mit Hader findet nach Einbruch der Dunkelheit in der Oberstadt statt. Wir treffen uns dort. Habt ihr manchmal das Gefühl, Teil von der Geschichte zu sein? Bei eurem Vater, ich wünschte, der Erzähler des Geschichte hätte mich gefallen. So. Willkommen im gehängten Mann. Ich wollte einfach nur einen kurzen Blick in euer wundervolles Etablissement werfen. Ihr habt wohl unsere kleinen Gäste noch nicht bemerkt. Also, wir können auch was zu trinken bestellen. Yummy, auch wenn das ziemlich shitty schmeckt. Und wir ein Perseverance verloren haben. Ja, wie es aussieht, werde ich erstmal das im Lockvogel und ja auch Blinder Eifer. Ja, was mache ich zuerst? Ich glaube, Lockvogel mache ich zuerst. Diese Schläger sind eine echte Plage. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ihnen den Kampf zu geben, den sie wollen. Okay, dann schnappen wir uns mal diese Schläger. Moment mal, was hing da? Okay, ist eine Anschlagtafel. Sein Sohn, Seamus, wird... ja, okay. Gut, nehmen wir das mal gleich an. Glaube ich ja nicht. Dann mal den hier. Hier gibt es noch mehr von denen.